Guten Morgen. Allmorgendliches Warten auf den Bus. Nein, sonst fahre ich ja meistens mit dem Auto zum Ausgangsbahnhof. Heute passte das aber zufällig, dass ich eine Busverbindung mit dreimal umsteigen, mit drei Bussen, nee, mit zweimal umsteigen und drei Bussen muss ich jetzt zum Ausgangspunkt. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Es ist so ein bisschen diesiges Wetter heute. Ja, der Rest ist eigentlich ganz in Ordnung. Vom E9A, den ich heute von Ratzeburg bis eventuell Gadebusch gehen will, habe ich so genau keine Daten. Mal gucken, was mich da erwartet. Und ich weiß nicht, ob das bis Gadebusch überhaupt klappt. Die Verbindungen zurück sind ein bisschen kritisch. Es gibt einmal die Möglichkeit mit dem Omnibus von Gadebusch nach Ratzeburg zurück. Alternativ kann ich von Gadebusch auch mit dem Zug dann nach Schwerin und hinten rum zurück. Das geht also auch, muss man mal gucken. Eventuell gibt es eine Ausstiegsoption in Roggendorf, heißt das Kaff. Und was ich so befürchte, ist, dass wieder meine ganzen Kilometerangaben, die ich so ergattern, die man so ergattern kann. Wie gesagt, zum E9A gibt es ganz, ganz wenig Daten. Es gibt ein Buch, das habe ich auch dabei. Das ist das erste Mal auch, dass ich so ein Buch mitschleppe. Und ansonsten wird der Tag schon laufen. Ich bin mal gespannt, was ich wieder alles vergessen habe. In diesem Sinne, bis später. Hier steht Fachauer Mühle, 2,9 Kilometer. Mal gucken. So, ich bin auf jeden Fall da, wo ich erstmal hin will. Zumindest an der Bushaltestelle. Gut zweieinhalb, fast gut zwei Stunden Auto, Bus fahren. Spannend war das Umsteigen in Mölln. Eulenspiegelstadt Mölln war recht simpel, weil das der gleiche Bus war, der weiterfuhr. Okay, ansonsten hat das aber auch gut geklappt bis hierhin. Jetzt gucken wir mal, ob wir bis zur Fachauer Mühle kommen, ob wir bis Gadebusch kommen oder ob wir eventuell bloß bis Roggendorf kommen. Das wird sich dann zeigen. Ich habe was gefunden. Mit anderen Worten, hier war ich schon mal. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wie denn diese Wegeteilung aussieht, ob ich da seinerzeit auch dran vorbeigelaufen bin. Theoretisch sind die ersten Meter auf dem Weg. Nach allem, was ich jetzt so rausgekitzelt habe, müsste dieses jetzt erstmals der richtige Weg sein. Eine Wegeteilung ist nicht ausgeflaggt. Wenn man meint, man kommt auf den E1, E6, E9, geht man ja davon aus, dass es irgendwo eine Wegeteilung geben müsste. Nein, die ist gar nicht da. Wie hat Columbus bloß Amerika entdeckt, ohne kurz mal vorher bei Google Earth zu haben? Wenn ich das hier so sehe, frage ich mich immer, das kannst du dir Zeitpunkt nicht gegeben haben, kann nicht stimmen, weil man findet sich ohne diese Technik nicht zurecht. Wie haben die das früher gemacht? Gemäß Karte muss ich hier geradeaus. Ja, mit viel Fantasie kann man da nochmal so eine Art Schneise erkennen, aber ja. Es hat geregnet, das Gras ist feucht und da müsste ich jetzt wirklich die Gummihose aus dem Rucksack rausholen, weil da würde ich jetzt nicht ins Unkraut gehen. So, aber die Karte sagt auch, das ist eigentlich hier. Auch hier gehen können müsste. Gehe gerade wieder ganz, ganz schwer zu schwefeln. Ich kürze ab. Und zwar muss ich eigentlich da oben hoch und komme dann
da hinten wieder raus. Und da werde ich jetzt diesen Weg hier nehmen. Ja. Es gibt keinen erkennbaren Grund, warum ich jetzt hier, von hier aus sieht man es besser, einmal da oben rumlaufen soll. Gut. Aber es ist trotzdem ein schöner Weg. Sehe ich denn da? Erstmal sehe ich unten noch Brombeeren. Ich weiß nicht, ob die Kamera das kann. Das Mitbringen von Hunden auf Liegewiesen und Badeplätzen ist gesetzlich verboten. Zuwiderhandlung können mit einer Geldbuße bis zu 5000 D-Mark geahndet werden. Jetzt muss mir nur noch mal einer sagen, das kann wirklich eine Strafe werden. Wo kriege ich heute noch 5000 D-Mark her? So, und zu meinen Füßen wachsen Brombeeren. Bergen. Ja, die Sklave mit der Kamera, aber ich möchte jetzt auch mal aufzeigen, womit man sich so rumschlägt, wenn man so auf Tagesetappen ist. Ich habe mich jetzt also entschieden, den offiziellen Weg weiterzugehen, nicht abzukürzen. Der ist angeblich 3 Kilometer länger. Nach meinen Recherchen müsste er 2 Kilometer länger sein. Und alles, was ich so jetzt hier rausgekriegt habe, Navi sagt 4 Kilometer bis zum Gardebuscher Bahnhof und dann nochmal jetzt 2 Kilometer Umweg, das müssten also 6 Kilometer sein und das müssten in den 2,5 Stunden, müsste das noch zu schaffen sein. Werden wir sehen. Ich bin jetzt auf Risiko gegangen, den offiziellen Weg, wie gesagt, und dann muss ich einfach mal schauen, was das jetzt weitergibt. Ob das zum Schluss noch einen Spurt gibt mit Rucksack. Ziel erreicht. Ich bin in Gardebusch am Bahnhof. Zunächst mal technische Daten. 41,61 Kilometer. Es ist 18.03 Uhr. 4,6 km/h in Bewegung. 4,1 km/h Gesamtschnitt. 34 Meter über Normal Null. 9 Stunden in Bewegung und 1 Stunde und 9 Minuten im Stand. Gerade die letzten Meter hatte ich noch einen kleinen Schreck gekriegt. Da stand ein Schild historischer Bahnhof. Da denke ich, hoffentlich ist der noch in Betrieb, aber es ist halt kein Bahnhof mehr. Was sie jetzt haben, ist ein Unterwegshaltepunkt. Und der Zug, auf den ich um 18.45 Uhr warte, steht zumindest auch auf der Liste drauf. War das eine schöne Wanderung? Ich habe keinen einzigen Wegweiser gesehen. Keinen einzigen. Ich bin den ganzen Tag nur nach Karte und Kompass gelaufen, also nur nach dem Gerät. Ich hatte dieses Buch mit zum E9A, das hat auch recht gut funktioniert.
Zum Schluss habe ich überlegt, 3 Kilometer abzukürzen. Das war auch als offizieller Weg ausgewiesen. Es wäre keine wirkliche Abkürzung gewesen. Es wäre eine Abkürzung gewesen, aber nicht in dem Sinne, dass der Weg dann unangenehmer würde. Der Weg wäre wahrscheinlich angenehmer geworden, weil die letzten Kilometer, ich bin dann die offizielle Runde gegangen, hatte ich ja auch der Kamera erzählt. Und Moment. Extrem viele Wirtschaftswege, aber gut, das ist Mecklenburg-Vorpommern. Das hatte ich ja oben auf dem Stück von Güstrow nach Mierow genauso. Und je weiter ich dann da auf dem E10 in den Süden kam, desto schöner wurde der Weg, desto besser ausgeflaggt wurde er auch. So, ja. Ob ich den E9A weiter fortsetze, das war ja jetzt heute Pflichtprogramm, HVV, mehr ja nicht. Gut, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie ich jetzt an eine Fahrkarte komme. Wahrscheinlich muss ich die gleich wieder kurz in bar bezahlen, weil hier wieder mal weit und breit kein Automat steht. Gut, bis dann. Tschüss.